Hey, so schön, dass du dieses Video angeklickt hast. Und ich glaube wirklich, dass während du dieses Video anschaust, dass Gott dich freisetzen möchte von diesen Masken, die du aufgesetzt hast, um angenommen und geliebt zu sein. Ich möchte dir jetzt als allererstes zusprechen. Du bist geliebt von Gott, dem Vater, und du bist angenommen von ihm. Und du brauchst dich nicht zu verstellen. Du brauchst nicht eine andere Identität anzunehmen. Du brauchst nicht diese Maske aufzusetzen, weil Gott dich so gemacht hat, wie du bist. Er hat dich geformt. Noch bevor du auf diese Erde gekommen bist, hat er dich wundervoll gestaltet. Lass es nicht zu, dass die Gesellschaft oder die Umgebung, in der du bist, so einen Einfluss auf dich nimmt, dass du dir diese Maske aufsetzt, um in dieser Gesellschaft leben zu können. Du bist viel mehr wert als diese Identität, die dir diese Maske je bringen kann. Und ich glaube, dass Gott dich freisetzen möchte und das möchte ich dir jetzt zusprechen. Und wenn das dein Herz trifft, dann leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz und ich möchte gerade eine Sekunde beten. Und Papa, du siehst jeden, der jetzt gerade seine Hand auf sein Herz legt. Und ich danke dir, dass da jetzt Freiheit zustande kommt im Namen Jesus. Ich danke dir, dass deine Liebe jetzt in die Herzen einzieht deiner Kinder und dass wahre Identität, Sohnschaft und Tochterschaft jetzt zustande kommt in dem Namen von Jesus. Amen. Nimm das und lass es dir nicht wieder rauben. Und ich möchte noch auf zwei weitere Masken eingehen, wo ich glaube, dass Gott uns frei machen möchte. Er möchte, dass wir diese Masken vor uns selber und vor ihm abnehmen. Er möchte nicht, dass wir uns länger selber etwas vormachen oder ihm etwas vormachen. Er weiß, wie wir im Herzen sind. Und wir haben uns so eine Last auf die Schultern gelegt, etwas ihm vorspielen zu müssen, etwas zu sein zu müssen, was wir überhaupt noch gar nicht erleben in unserem Leben. Er möchte uns heute frei machen davon und er ruft uns in Wahrheit zu sich zu kommen. Er ruft uns so, wie wir sind, vor ihn zu kommen, mit unserem Schmerz, mit unserem Leid, mit unserer Angst, mit all dem, was gerade nicht in Ordnung ist, mit dem Unglauben, mit dem Zweifel, mit all diesen Dingen, wo wir nicht klarkommen, gerade in unserem Leben, ruft er uns zu sich und lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Und ich möchte dich heute ermutigen, leg diese Masken ab. Leg diese Masken ab, die dich von Gottes Gegenwart trennen. Leg die Maske ab, die dich trennt, in der Beziehung mit deinem Vater zu sein. Und komm und lass dich lieben als Sohn und als Tochter und lass dich verwandeln, weil du ehrlich und direkt und offen vor ihn kommst. Sei ermutigt, hab einen wundervollen Tag und sei gesegnet. Bis zum nächsten Mal.